Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, auch hier im Bayerischen Landtag. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei ISA TV. Heimat Bayern 2020, das war das Thema der Regierungserklärung von Heimatminister Markus Söder. In der 30. Plenarsitzung stellte er sein 25-Punkte-Programm vor zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Basis dabei soll die Heimatstrategie sein. Die hatte er bereits im Sommer vorgestellt. Wir werden das Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung, die Herausforderungen der Demografie angehen und nutzen, um unsere bayerische Heimat im Kern zu bewahren, kulturelle Stabilität zu erhalten, aber neue Chancen zu eröffnen und weiter das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Deutschland zu bleiben. Also erstmal ist es wichtig, dass wir ein Heimatministerium haben. Das haben viele nicht geglaubt, dass die CSU bzw. der Ministerpräsident das einführt. Und ich glaube, es ist ganz gut, weil das ist endlich die Möglichkeit, dass man Bayern wirklich, weil es Flächenland, dass man wirklich richtig verteilt. Was mich grundsätzlich stört, ist, dass immer irgendwelche Pläne für die ferne Zukunft verkündet werden. Wir leben im Hier und Jetzt und sehen einfach, dass die Staatsregierung die ländlichen Räume benachteiligt. Der Ablauf einer Plenarsitzung ist seit vielen Jahren fest geregelt. Jede Partei erhält gleiche Redezeit und zu Abstimmungen werden alle Abgeordneten hinzugerufen. Dass Politik aber auch subtil betrieben werden kann, lässt Folgendes vermuten. Es wurden nämlich Änderungswünsche offenbart. Die Opposition zum Beispiel will den Hammelsprung allein auf die im Plenarsaal anwesenden Politiker beschränken. Und die CSU fände es gut, wenn man die Redezeit auf die Mehrheitsverhältnisse anpassen würde. Wir finden es peinlich, dass eine Staatsregierung der Opposition die Redezeit beschneiden muss. Das zeigt, dass sie Angst vor uns haben. Aber wir werden das überwinden. Wir werden eben umso schneller reden. Wir werden unsere guten Botschaften auch kürzer rüberbringen müssen. Andererseits muss man ganz ehrlich sagen, es ist im Bundestag so, es ist in fast allen Parlamenten so, dass man das einfach anpasst an den Größen der Fraktionen. Es ist mit Sicherheit richtig, ob der Zeitpunkt richtig ist, darüber kann man diskutieren. Das andere ist wegen dem Hammelsprung die Forderung von der Opposition, dass man nur die zulässt, die dann im Saal sind. Das ist meiner Meinung nach nicht zulässig, das ist genauso wenig zulässig wie im Bundestag. Der, der außen mit einem Beamten redet, der vom Parlament oder vom Parlamentssaal mit Petenten redet, ist ja genauso wichtig wie der spontan innen sitzt. Und ich denke, das muss jeder zugelassen werden, der im Haus ist. Wir sind davon überzeugt, dass ein Hammelsprung nur dann Sinn macht, wenn man wirklich die Leute zählt, die im Raum sind und nicht dann ein paar Minuten Zeit gibt, dass die Leute wieder herbeitelefoniert werden. Und das war schon wieder von Plenum TV hier auf ISA TV, liebe Zuschauer. Und wir sehen uns dann am kommenden Wochenende zu unserem Monatsmagazin wieder. Machen Sie es gut. Servus.